Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Ich finde das so toll von euch, dass ihr stets an meiner Seite seid. Ich finde auch, dass ein zweiter Cutter hier einfach nichts verloren hat. Der Arme muss ja dann auch beschnitten werden, ist doch ganz klar. Wäre sonst einfach richtig unfair mir gegenüber. Warum soll nur mir eine Verstümmelung angetan werden, aber ihm nicht? Da ich aber weiß, wie grässlich das ist, bin ich total dagegen, eine weitere Katze bei uns aufzunehmen. Ich denke auch an mein Volk. So sozial muss man sein. Ich habe ein Herz für Tiere, außer für Mäuse und Vögel. Die können nicht mal am Bobbes lecken. Die schmecken einfach zu gut. Da kann ich meinen Instinkten einfach nicht widerstehen. Ich hoffe einfach, dass Papa sich von Mama nicht belabern lässt und ihr zeigt, wer hier die Eier in der Hose hat. Darin ist er eigentlich ganz gut. Habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, aber ich gebe keine weiteren Details bekannt, sonst bekomme ich richtig Stress. Die Moral von der Geschichte: Eine dritte Katze gibt es nicht. Papa, wenn du das siehst, zeig Mama deine Eier. Ich glaub an dich, du kleiner Fisch. Küsschen aufs Nüsschen. Wurmi out.